Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei A Way Out mit dem guten Schinken und mir, dem Ralf. Hallo. Guck, dein Charakter winkt schon fast. Hallo. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und wir haben jetzt mal in unseren Bereichen mit allen geredet. Und jetzt gehen wir mal weiter zu diesem Basketballfeld, wo es der Kaiser hat, da sollen wir hin. Jetzt gucken wir mal. Genau. Ich komme leider hier nicht weiter. Ja, wahrscheinlich muss zuerst meine Sequenz ablaufen, dass du rein darfst. Ich bin jetzt mal hier drin. Oh oh. Ah ja, ich habe jetzt ein neues Item. Eigentlich hier. Das ist wahrscheinlich Missionsziel. Och, der Spesti. Aua. What the fuck do you want? It's not about what I want. It's about what Harvey wants. That piece of shit better be happy he's on the outside. He might be on the outside, but he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you. And I don't really like you. So it's a win-win situation for me. Yeah. Out. Eieieiei. Ja, Knastlife. Get in there, new fish. Hey, what the? Du musst jetzt auch noch reingeschwitzen. Go, Dragon Man, kill him. Take him down. Come on, motherfucker. Oh, wir dürfen kämpfen. Oh oh. Ah ja, okay, das ist Quicktime-mäßig. Oh oh. Bam in die Fresse. Ich muss doch nur voll aufpassen, wer was drücken muss. Volles Pfund aufs Maul. Nee, nicht so einfach. Oh, hi, Dude. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nee. Erst mal auf die Fresse geben. Oh, die Guards kommen. Die haben wir schön vermöbelt. Das riecht nach Bunker. Order! Break it up before I put you all in solitary. Go on! Na, so schnell ist man nicht in den Bunker gekommen. You! Keep moving! Yeah, yeah. Stay the hell away from me, okay? Oh. Wir mögen uns nicht. Oh. Dabei war das Ganze doch so unfreiwillig. Ah, jetzt gibt's Lunchtime. Futter. Futter? Here you go. Come on, I don't got all day. All right, thanks. Yeah, yeah. Next. Ich würde es jetzt lustig finden, wenn ich da hinten kochen würde. Aber nee. Dazu bin ich jetzt zu cool. Zumindest der Typ. Ah, okay. Okay. Ja, als Neuer im Knast weiß man nicht, wo man sich hinsetzt, ne? Ist irgendwie nirgendwo aktiv. Okay, mir wird angezeigt, wo ich mich hinsetzen soll. Hey, is someone talking? No? Mm-mm. I don't hear anyone. Me neither. You hearing me now? Hey, what the hell are you doing? Don't bitch fuck slap. With me when I'm hungry. Sure, damn, man, go ahead. Shit. Okay, ich hab mir Gehör verschafft. So, hey, gib mir mal mein Essen, hey. Is that it? Yeah. What do you think this is? A goddamn restaurant? Oh, der Typ kommt. Hey, you, here I come! Huh? Hey, God, it's time to die! Nee. Geht grad wieder weiter! Ich mach mal den Tisch sauber.
Oh oh, der hat Messer. Oh, der hat Messer. Das war doch Hideo Kojimas Trademark. Ah. Okay. Auf die Fresse. Come on, what do you want? Who wants to die first? You? Yeah, come on. Die! Huh? Come on, first! Come on! What the fuck did you do? Take this! Take this! Ja, nicht zimperlich das Game. Ich wollte doch nur Mittag essen. Du hast dich halt einfach mit den falschen Leuten eingelassen in deinem Knast. Ich wurde schon wieder mit reingezogen. Dennis ist schuld, ganz klar. Shit. I hate those things. Don't you have worse things to worry about in here? Just be careful. Ach, die nette Krankenschwester. Wie immer. You'll be all right. Just lay down and rest for a while. Yeah. Thanks. Man hat der einen Zinke. Das ist der Wahnsinn. ein Schraubenzieher. Hey. I'm Leo. Vincent. Listen, thanks. Don't mention it. I mean it, man. What's your beef with that guy anyway? Let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of the picture now. Could you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. Sorry, not interested. You know what? Fuck it. I'll do it myself. Wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. All right. I'll help you. Just don't get caught. Der Typ scheint eine nette Seele zu sein. Keep your eyes sharp. Baby, geht es jetzt? Wie läuft das jetzt ab? Okay, I'll distract the nurse. Just watch out for her. Okay, ich steh mal auf. Das ist jetzt Schleichen. Ach so, ich ruf die Schwester jetzt. Scheiße, ich glaube, das war zu früh, wa? Ich leg mich halt nochmal hin, hey. Bis jetzt ist ja noch nichts passiert, hey. Wenn die jetzt kommt und mit dir beschäftigt ist, dann stehe ich jetzt auf. What can I do for you? Und geh raus. Ich kann mich hinter der Ecke verstecken. Is that what you called me over? Okay, der sieht mich von da. But I'm a bit bored here, you know. I don't know. It's not up to me, but I'm sure it won't be too long. Okay. Thank you. Der geht jetzt. Sorry, I'm just getting restless here. That's understandable. Shit, Vincent needs to do something about that guard. Okay, jetzt musst du irgendwie den Guard ablenken. How did you end up working in a prison? I've lived nearby my whole life, so it just kind of made sense. It's hot. Look what you made me do. Toot. Ich hab den Schraubenschlüssel. Oder Schraubenzieher. Okay. Der geht jetzt auf die Toilette, um sich zu putzen.
Anything else? Oh. Wenn ich jetzt laufe, sieht die mich wahrscheinlich. Yeah, I've got this terrible Oder? Pain. I need something for it. What type of pain? Nee, das merkt sie nicht. Yeah, I've got this throbbing headache. I mean, it's just... I'm seeing flashes here. Is there something you can give me for it? I can't even close my eyes. It hurts really bad. Okay. Erfolgreich geklaut. Das ist geil. Ja, ist gut gemacht, ja. Hey, what are you up to? Nothing. Let's move. Yeah, sure. Das erste Mosaik, um auszubrechen. So, what's your plan? Excuse me? I know what you're up to. I don't know what you're talking about. Come on now. Look, I appreciate what you did back there, but you need to back off. Hey. What? I'm sure you have good reasons to bust out of here. But I need to get out of here, too. Yeah? Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? You trying to be funny? No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. What about Harvey, then? What do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. Who the fuck is Harvey? You don't know shit about me, man. Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you, I'm going after him. Mm-hmm. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we worked together. And you know that. Ja. Wir haben beide denselben Feind. Gemeinsame Sache. Ah, es rattert in seinem Kopf. Er muss mal drüber schlafen, habe ich das Gefühl. Geladen. Na, es ist Nacht. My plan, and I decide what goes down. You got that? Sure. Whatever you say. I mean it, man. You fuck this up, I'll kill you myself. Yeah, I get it. So what's your plan? You'll know soon enough. Ja, Vertrauen gewinnen im Knast ist halt nicht so einfach. Oh! Ah! A way out! Das war also nur okay, der Prolog. Cool. Also wenn das schon so anfängt, das ist ja, also,
Also ich find's mega. Vor allem, weil es meinen Geschmack trifft. Hey Leo. Ja. You didn't really have an escape plan, did you? What are you talking about? Of course I did. You had an idea, I'll give you that. I got you out, didn't I? What do you mean you got me out? We got out together. Yeah, yeah, sure. But if it wasn't for me, you'd still be in there. Don't forget I saved your ass. Twice. I don't know about that saving my ass part, but I'll give you this. It did help out. A little bit. Could it then have said? A little bit. Right. Also eigentlich müsste ich Vincent spielen und Dennis Leo. Dann würde es im Charakter passen. Bei uns beide ist Split, wir sind beide eher wie Vincent. Got a minute? Ah. Was geht jetzt? What's up, Leo? I need to get up on that roof. Can you make it happen? It's gonna cost you. You know I'm good for it. Just get me up there. Schade, hat man nicht gesehen, aber ich glaube, es waren Zigaretten. Ja, das ist gängige Zahlungsmittel im Knast. Weil mit Geld kommst du nicht weit, weil du hast ja kein Geld. Hey, Fred. What's up? All good. What do you want? Got a couple of workers here. Need to change the scenery. Ah, sorry. We're full. Sure, we could figure something out, right? Guess we could use a few extra hands around here. Ah, das ist auf jeden Fall wie bei der Vorurteilten, ne? Das ist eine Anspielung daran. Auf jeden Fall. Hey, see up there? Yeah. We need to get up there somehow. All right. Okay. Oh, dann kann ich mit dem direkt labern. Come on, Leo. I don't have all day. Sure. Just give me some time. Where is that thing, anyway? Over there. Now how the hell are you gonna get up there? I just need to distract that guard. Then we'll be up there in no time. Yeah? And how are you gonna do that? Because I ain't doing it. That's for sure. Don't worry about it. I'll take care of it. Okay, müssen irgendwie die Wache ablenken. Mal gucken, ob ich mit dem reden kann. Hey, what do you know about the guards up here? What do you mean? You know, when they take breaks and stuff. They don't really. They're always keeping an eye out up here. Why? So. Right, man, you can tell me. Yeah, I can tell you, but I'm not gonna. Oh, it's like that, huh? Yeah, it's like that. You can keep working now. All right, then. Wischen. Looks like hard work up here. Nah, it's not so bad. What are you talking about? It's hot as hell up here. And the tar makes it hot to breathe. Yeah, but it's nice to be outside. Besides... Tar. Hm, ich kann irgendwie diesen. Da steht zwar brechen, dass ich den Wischmob abbreche, aber irgendwie funktioniert das nicht. Und welche Taste muss ich denn drücken? Bei mir sagt er Kasten, aber ich drück ja Kasten. Aber es geht auch immer gleich wieder weg. Ich drück's einmal und dann. Okay, da rein, darf ich nicht. Vielleicht da kann ich den brechen. Ich hab den. Das sieht bei mir komisch aus. Wie sieht es bei dir aus? Es sieht genauso aus. Nee, ich hab den nicht in der Hand bei mir. Er steht bei mir. Jetzt hast du den Mob in der Hand. Da hat er ihn zurückgestellt. So. Ah, ich verstehe warum. Nee, wegen was anderem. Du musst es mit dem linken Trigger kannst du das hin und her wechseln. Du darfst den linken Trigger. Aber ich hatte das gemacht und drück mal jetzt X.
Okay. Ich kann nur wischen. Macht er nicht, ne? Warte mal. Mach mal brechen. Not again. Kann X nichts nicht drücken. Ja, genau. Das habe ich mir gedacht. Ich bin doppelt drin. Well, don't just stand there, get a new one. Alter, guck mal, ich bin doppelt da. Ich stehe doppelt. Ich habe einen Klon. Und jetzt ist er weg. Ein Pack hoch 10. Na ja, gut, hier sind auch zwei. Okay, das ist ein bisschen buggy. Wollen wir den auch brechen? Den kann man nicht mehr brechen. Ach, den kann man nicht mehr brechen. Ach so, jetzt sollte ich vielleicht mal die Wache. Genau, oder muss ich mit der Wache reden? So, I hear you're the guy who knows how to get things around here. Ich kann aber hier immer noch wischen. Depends on what you want. Obwohl der gebrochen ist, ich kann noch wischen. A record player. Can you help with that? Sorry, man. The only place with a record player is the warden's office. Muss ich vielleicht mal mit dem da hinten reden? Money won't help you here. The only way up to the warden's office is to get caught up by the man himself. Zur Not müssen wir mal neu laden. Hurry up! No slacking on the job. What are you doing? Just look. Now go back to work. Okay, ich glaube, wir müssen hier neu laden. Also irgendwie hat es hier nicht funktioniert. Ich glaube, das hätte jetzt triggern sollen, dass der Wärter hier mir einen neuen Ding besorgt. Irgendwie hat das jetzt nicht richtig funktioniert. Okay, warte, lass mich mal lass uns mal den Wischmopp nehmen. So. Jetzt müsstest du den irgendwie halten kommen, oder? Hey guard, my broom just broke. Well, don't just stand there, get a new one. All right. Können wir jetzt überhaupt einen neuen holen? Soll ich nicht einen neuen holen und du kletterst das Dach dann hoch? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, einer muss ja aufs Dach. Du willst ja aufs Dach. Lass mich mal versuchen, einen neuen links zu holen. Keep it up, boys. We don't have all day. Hey, my broom is broken. Aber bei mir ging das nicht. Ich konnte mit dem nicht reden gerade. Right. Ja, weil der war irgendwie verbuggt, den links. Okay, der ist jetzt weg, Ralf. Du könntest jetzt hochklettern. Ja, ich kletter mal hoch. Ach so, warte. Ah, wir müssen das miteinander machen. Let's go. Grab my hand. Ach so, ich habe die Taste gewechselt zum. Ja, du hast Platz getauscht, haben wir auszusehen. You. What are you doing? Nothing. Just looking around. I got your new broom. Come here. No slacking on the job. Sure. Now get back to work. Yeah. All right. Just need to get back again. Ich weiß schon, wie ich zurückkomme. Das habe ich. Den Weg habe ich schon gesehen. Hey man, it looks like you missed a spot. Yeah. Seems like I have. Thank you. You're welcome. I haven't seen you before. First time working up here. Oh, jetzt kommt der Herr. Yeah. Dreh dich um, du Sau. And by God, I hope it's the last. Trust me, I've tried every job in this joint, and this is by far the best one. The view and the smell. Really? Really. Muss den ablenken. Ja, du musst mit ihm reden. Hey, can I ask you something? What's up? Look, isn't being a prison guard almost like being in prison? I mean, you're in here all the time with us. Are you being a smartass? What's with the attitude? All right, look. People have accidents here all the time. Sometimes they slip. Wo bin ich denn jetzt hier? You know what I mean? It's easier being cocky when you're a guard in here. What was that? Nothing. I'll leave you alone. Yeah. You better do that.
Ah, jetzt kann ich hier raus. Of course, it's locked. Vincent, help me out. Wait. I'll break the lock for you. Ja klar, mit dem Holzbesen brichst du das Schloss auf. Ist logisch. Ja, ja. Aber den Stiel mussten wir mit zwei Leuten brechen. Eigentlich nicht, den hätten wir glaube alleine brechen sollen, weil ich bin ja dann in dich reingebackt. Was war irgendwie ja, komisch. Irgendwie ging's nicht alleine, ich hab's ja vorhin probiert. So, ich geb dem das Ding und er bringt's raus. Buggy, aber wir haben es geschafft. Oh, es gibt ein Buch zu lesen. Hey, Leo. What's up, Fred? Got something special for you to read. Hope you like it. Sure I will. Das ist auch aus Die Verurteilten. Es ist ziemlich viel aus Die Verurteilten. So, aber an dieser Stelle, bevor wir jetzt hier weitermachen, sage ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, liken, kommentieren und Abo dalassen, wenn ihr mögt. Und wenn euch unsere Videos gefallen, könnt ihr sie teilen mit der Welt bei Twitter oder Facebook. Und damit ihr von uns auch zukünftig nichts mehr verpasst, könnt ihr uns auch gerne ein Abo reindrücken, die Notification Bell aktivieren. Da solltet ihr von YouTube benachrichtigt werden, wenn wir live sind oder Video von uns online gehen, sollte YouTube mit wieder mal... Schnauze! Nicht in meine Abmod reinlabern, du Pisser! Sollte YouTube dann mal wieder spinnen, dann weicht doch am besten auf den Twitter-Kanal von Dennis aus, denn über ihn solltet ihr auch benachrichtigt werden, wann bei uns irgendetwas geht. In diesem Sinne sagen wir danke fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge. Ciao!